Hey Leute, ich bin's mal wieder hier aus dem Schwimmbad und ich habe jetzt gerade schon mein Frühtraining vorbei. Wir haben kurz vor 7:30 am Morgen, also perfekte Uhrzeit, um gleich voll in den Tag durchzustarten. Trainingsgetränk habe ich natürlich auch am Start. Das sind die BCA Black Bowl, jetzt mal in Blutorange dabei. Schmecken geil und garantiert dopingfrei. Also von mir klare Empfehlung für euch, wenn ihr ein gutes, nützliches Trainingsgetränk haben wollt. Jetzt geht es aber nicht um die Supplements, sondern ich stelle euch mal wieder eine grundlegende Technikübung fürs Delfinschwimmen vor. Und zwar einarmiges Delfinschwimmen mit zwei Delfinkicks dazwischen unter Wasser. Ich mache das Ganze immer einarmig. Eine Bahn linker Arm, eine Bahn rechter Arm. Man könnte es aber natürlich variieren, sage ich nachher. Auf was kommt es mir jetzt bei der Technikübung an? Wir haben jetzt ein paar Sachen, die wir damit schulen können. Zum einen das richtige Timing von Armzug und Beinschlag, denn wir haben ja pro Delfin-Zyklus immer zwei Beinschläge. Ein Beinschlag in der Druckphase und den anderen Beinschlag beim Eintauchen der Arme. Das wird so geschult. Einarmig wird es natürlich für euch einfacher. Des Weiteren schulen wir natürlich damit das Timing der Atmung, nämlich in der Rückholphase der Arme und natürlich, wir haben einmal grundlegend natürlich die Delfinbewegung, die Wellenbewegung im Beinschlag und die vier Phasen im Armzug mit Eintauchen, Zugphase, Druckphase, Rückholphase. Auf das alles wird jetzt Wert gelegt. Ich mache es euch einfach mal vor, wirklich. Ach genau, ja, habe ich vergessen zu sagen. Der Rhythmus ist ganz entscheidend bei dieser Übung. Achtet wirklich drauf. Macht zwei Beinschläge unter Wasser. Mit dem dritten Beinschlag dann eben die Druckphase. Der vierte Beinschlag wäre so gesehen die Eintauchphase. Dann wieder 1, 2 Beinschläge unter Wasser. Und wieder dann Beinschlag bei der Druckphase und bei der Rückholphase. Ich mache es euch einfach mal vor und schaut so. Zeitlich war es. Hey, ich war noch nicht im Man hat es gesehen. Wie gesagt, das Ganze kann man jetzt natürlich auch variieren. Mal zwei links, zwei rechts oder völlig immer abwechselnd die Arme. Oder auch mal zwei rechts, zwei links und zweimal beide Arme auf einmal. Probiert da einfach mal ein bisschen aus. Wie gesagt, Rhythmus grundlegend. Dann natürlich Technik, Beinschlag und Armzug, Atmung. Und so habt ihr in einer Übung relativ viele Sachen, die ihr beachten könnt, auf die ihr Wert legen könnt. Und so wird jeder sein Delfinschwimmen im Anfängerbereich verbessern können. Das war's von mir. Ich melde mich bald wieder mit der nächsten Technikübung. Bleibt dabei, haltet euch fit. Bis bald, euer Dominik. Ciao, ciao.